Hallo meine lieben Freunde des Pflegen Lessons, willkommen hier zurück auf einer Zusatzfolge bei der Rade mit dem lieben Florian und dem lieben Sebastian. Moin moin. Ja, wunderschön. Moin. Wo ist denn der wohl längst? Ja, warte, ich komme. Ja, ich erkläre euch, ich spiele jetzt erstmal kurz zum Case über, weil da ist der Tank leer. So, bin da. Let's go, oder? Ich bin nicht zu so krass, also das kann ich nicht lachen. Okay, wir nehmen uns nicht. Ach nee, warte, ich muss runter. Warte, da ist die Handbremse angezogen. So. Jetzt hab ich die drinnen. Nein. Ach, steht die Handbremse ist wirklich drinnen. Ja, aber mir ist die Handbremse drin beim Case. Aber er rollt hinterher. Mach ja. Aus. Ist aus. Okay, passt. Haben wir nicht so Augen? Hier ist das mit dem Gepflügten, ne? Ach ja, Also ich fahr bloß 25, ne? Also. Ich komm schon hinterher, wie der Lumberman. Ja. Ja. Den kann ich ausschalten und einschalten mit dir. Stimmt. Ja genau. Aber ganz kurz zu erklären, wieso heute am Montag noch eine gemeine Radiofolge kommt. Und zwar ist es so, es ist ja schon Sonntag, wo wir aufnehmen. Weißt du, wie sie verschoben hat und so weiter. Und deswegen ja, und können wir Ellerbach nicht aufnehmen, weil dafür müssen wir 4-5 Stunden aufnehmen. Und es ist jetzt schon 3:45 Uhr. Und das wäre ein bisschen zu. Oh Gott! Scheiße! Mutti! Wir haben ein Problem! Er zupft mich! Wir haben ein dickes Problem! Erstmal ran, Mann. So. Ey, meine Puppe, ne? Männchen, kommt schon! Warte, meine Mama. Lenk mal ein! Warte. Warte, verdammt. Hallo? Kann ich sie nicht anfassen? Ah. Steht! Warte. Oh, du Scheiße. Darf ich so eng einlenken? Genau, dann passiert nämlich das, wenn ich auf die Stange drauf fahre. Links schon. Du Scheiße, das. Oh, ey, ich kann. Ey, ich muss dich für die ganze Zeit mitbremsen, ne? Ich mach mal die Warnblinker rein. Sind drin. Normalerweise. Nee. Ich mach Begleitfahrzeug. Ey, ich brauch doch kein Begleitfahrzeug. Ich bin Gold. Ich mach das hintere. Ich bin Gold, hab Warnblinker an und rundum leuchten. Also damit ich nicht sieht. Der ist blind, Alter. Ich vertraue dir. Wenn er nicht sieht, dem kann ich auch nicht mehr helfen. Da vorne kommt ein rotes Auto. Das ist auch Fliege. Noch ein Auto. Soll ich abstehen? Scheiße. Ich geh ab. Stehen. Hoppla. Geh jetzt wieder rein. Ich will wieder reinlenken. Oh, sorry Dame, ich hab's leider überfahren. Oh Gott. Ja, zur Tankstelle. Nein! Falsche Richtung. Wieso steht da ein Klampe? Oh, ach du Kacke. Das ist der Ding von der Mission. Oh, ein Stück den auf. Oh, ich bin auf der Tankstelle. Kannst du mich abkuppeln? Die finden mich da. Hallo? Ach, jetzt tankt er. Der lügt, er läuft, ja. So, fahren wir mit der Stange wieder heim. So, ich suche wieder meinen Dreck. Dran. Da. Also fahren wir mit der Stange. Boah. So, wie wir es machen müssen. Bremse rein. Motor bleibt an. Schön vorbildlich. So. Ist der ist das Gold verchromt? Ja, das ist Gold, Alter. Oh, ich hab den die Blinker. Den muss man putzen. Alter, das ist ein Gebrauchsfahrzeug, der braucht nicht waschen. Sogar meiner hat mir Glanz. Ich glaube, ich muss mal in die Lackiererei reinfahren, ich sehe da einen Kratzer. Oder fast. Ey, du hast den. Wie lange hast du den LKW jetzt? Oder geht schon ein ganz anders mit vollem Tank. Der fährt schon seit eine Stunde. Oh. Der hat jetzt 1,1 Kubikstunden drauf.
Also ich fahr deutlich, glaube ich, nehmen die mit meinem Fendt. War nur Spaß, mit dem Gas zu geben. Was eigentlich Sprit gekostet, habe ich gar nicht geschaut. Warte. Teuer war's nicht. Muss irgendwo hier stehen normalerweise. Ah, wir haben heute Mittwoch. Ah, ja, Mann. Baukosten. Baukosten? Geht noch. Das muss, glaube ich, noch das Agrarzentrum sein. 693. Knapp 700 Euro. Ja, okay, geht eigentlich für knapp. Wir haben schon. Lohnzahlung. Wir haben schon 15.000 Euro an Helfer zahlt heute. Yo. Krass, Digga. Das ist. Aber die Hälfte sind ja auch 24/7 gelaufen, wenn wir mal aussagen. Ja. Och, der Case ist fast durch. Er kämpft weiter. Die Kartoffeln? Nicht. Gerade nicht, nein. Inzwischen bin ich auf Feld 16 und Kuppern angekommen. Ich komme auch noch zu Feld 16. Oh, ich freue mich dann schon auf Feld 7. Warum? Zum 10? Gruppern. Die Gruppern eher wirklich nochmal drüber. Müssen wir? Wir. Das sind ja Einzelkorn. Da geht nicht ohne Gruppern. Gott, ich häng fest, ne? Wir fliegen jetzt ja noch schlimmer als vorher. Der Case steckt fest. An dem Baum. Ja. An und mir sagt man, ich fahr. Ich kann nicht fahren. Geht wieder. Das Rohr ist stabil, habe ich hier rausgefunden. Gut. Also das Förderband zum Abfüllen ist ganz schön stabil, habe ich hier rausgefunden. Also sehr stabil. Ja. Ich habe dich schon gehört. Und ich habe herausgefunden, ich sollte mal einen Führerschein im Mittel machen. Ja. Aber psch, ist ja keine Möglichkeit. Wir beschäftigen hier keine Leute mit Führerschein. Nein. Ich muss noch in meinen Führerschein nachschauen lassen. Oder meine Gesundheit. Au, an meinem Zeh. Au. Gedeizt. Ich glaube, wir müssen mal Zeug verkaufen. Fahren. Wieder. Was? Wir haben nichts, also. 1400 irgendwas Wichtiges. Die Zuckerrüben sind ja von der Mission oder sind es unsere? Das sind unsere, die kommen nicht BGA rein. Sieht man glaube ich nicht, ne, wie viel da insgesamt drin ist an Zuckerrüben. Ich sehe mich schade. Boah, das ist ein krasser Unterschied. Philipp. Ja. Ich mecker da, weil du den Case leer gefahren hast und selber fahre ich meinen Kalk leer. Ich den Benzin. Also Benzin. Benziner Traktor. Okay. Ja, klar. Wer kennt ihn nicht? Der Diesel kostet weniger als der Kalk. Aus dem. Man kann auch mal einen Traktor leer fahren, wenn man nicht drauf schaut. Also. Ja. Flow MB-Trag. Ein MAN wird wahrscheinlich nie leer gefahren. Das war eine Party. Der wird bei mir nämlich immer gewartet.
Das war eine Party, du, ne? Die ist sehr wertvoll, der LKW. Wie? Ich habe schon 11,1% Schaden am LKW. Alter, wie schnell ging das bei dem MAN? Ich schon 47,5. Aber war auch schon 4 Arbeitsstunden drauf. Ich hab 10 drauf und jetzt dann knappe 40. Also. Der Düngestreuer hat schon 31,7% Schaden. Ja. Macht doch nichts aus. Solange er noch nicht über der Hälfte ist, alles gut. Ab 50% müssen wir reparieren. Oder? Müssen, nee. Müssen nicht, aber. Kann man machen, muss man aber noch nicht. Ja. So. Ich fahre kurz hin. Hinter zum. Ich mach nochmal mir den Düngestreuer voll und dass ich jetzt dann voll zum Feld 16 fahre. Jungs und Mädels, ich fahre die letzte Bahn. Yay! Yay, dann sind wir endlich fertig! Mit Zuckerrüben. Ja. Und das Feld wird schon gleich wieder richtig benutzt mit Meister. Und was lernen wir daraus? Wir kaufen einen Vollernte, oder? Erdfrüchte und dann. Erdfrüchte und dann Körner. Also Mais geht eigentlich voll. Das kann man schon mal machen. Hm. Ich bin durch! Yay! Aber ich glaube, ich werde wirklich die Gruppe wechseln. Ich würde aber ehrlich gesagt die Gruppe noch behalten und vorher so einen Vollender kaufen dann. So. Das Fahrzeug ist leer. Flo? Hm? Du bist der von uns, der mit GPS arbeitet. Ich habe hier gerade fast das ganze Feld ohne GPS gemacht. Ich arbeite auch mit GPS. Ich muss mein GPS mal wieder auf 12 Meter einstellen. Und außerdem auf der Ellerbauch und auf dem zukünftigen dritten. Nee, warte mal. Doch, dritten Projekt. Wird sowieso komplett ohne GPS gearbeitet, also. Doch, hier wird's nicht. Die letzten GPS. 8000 Liter Zuckerrüben kommen in die Fütterung der BGA. Wunderbar. Wunderbärchen. Bist du Flo? Hm? Wo bist du? So! Also 16. Ganz das unten, Feld ist durch! Unten oder ganz oben. Kann man sehen, wie man. Ich hab nichts verstanden, was du gesagt hast. Wir sind am gleichen Feld! Ja. Oh. Ich muss mein GPS richtig anmachen. Also warte mal. Flo. Ja. Willst du dann vielleicht kurz ein Thumbnail machen? Wie der Case von dem Feld steht, von dem ja, durch. Werde ich gleich machen. Dann räume ich den, dann will ich den gar nicht gleich aufräumen. 121.000. Wir kriegen für den momentan noch. $47.000, $50.000, $60.000. GPS mach ich nicht aus. Ich brauch kein GPS. Der MRN sieht das erste Mal das traute Heim, Glück allein, was ist. Wo stellen wir den denn rein? Du musst nur Platz sein. Ja, nee, echt, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, ich bin gerade, ich meine damit irgendwo, wo der Platz hat. Unsere Halle, naja. Aber ich weiß, wo er reinpassen könnte. Da, wo das Schiebestell drinnen ist, stelle ich ihn rein. Versuche ich es zumindest. Ja, warte mal. Hallo? Ja. Kommt dann bei einem Thumbnail mein LKW auch mit drauf? Also mein Agrar? Ja. Also lass ihn dann gleich draußen, wenn ich jetzt hier mit Kalken fertig bin. Ja, ich muss jetzt mal gucken, weil ich habe. Also für die nächsten Folgen habe ich schon. Man ist der Case frei, weil mal gleich von dem wird, ne? Der Case ist frei, ja. Der MRN steht!
Hast du einen Platz gefunden? Nein, mein ML steht nicht. Ich meine den anderen. Hallo? Oh, du meinst Steinen. Nein, ich meine den Hakenlift. Jetzt doch. Der gehört ja uns allen. Der Hakenlift. Jo. Ach, der mit dem Container. Okay, ja. Case ist gemacht. Das war ein bisschen gequält ausschaut mit dem LKW. Nee. Der hat drei Achsen hinten drauf. Ja. Den haben wir schon längst ausgetauscht. Ach, stimmt. Wie wär's mal mit dem 6-Achse? Erstens, nein. Überhaupt das sagen wir zum zweiten Ziel. Ich glaube, ich werde irgendwann auch mal mit 6 Achsen umfahren. Ich glaube, ich bin schon mal mit 6 Achsen umfahren, als ich meine. Geil ist ja jetzt auf dem Ziel halt null, wo gepflügt wurde und wo nicht. Wegen dem Kalk. Ja. Lass mich jetzt hier alleine auf dem Feld. Flo? Hm? Lass mich jetzt ernsthaft hier alleine auf dem Feld, Klaus. Ich komme dann gleich wieder. Okay. Da muss ich, glaube ich, einmal Vorgewende machen. So, ich bin weiterhin am Flügitzki. Wieso? Hallo? Hm? Mein Johnny hat durchdrehende Reifen. Allrad? An oder aus? Allrad ist an, aber halb gruppert, also halb gepflügt, halb nicht, ist nicht so angenehm. Nee. Oha! Wir müssten vielleicht dann einmal was umändern hier. Hm? Bei dem Feld 7, die Schafweide. Ja, die steht ein bisschen drüber hinaus, ne? Bisschen ist gut gesorgt. Minimal. Arbeitest du bei dem Grubbern vom Feld 16 mit GPS? Ja, ich arbeite immer mit GPS. Gut. Verkauf die Fahrzeuge. Wer hat hier was verkauft? Keine Ahnung. Ich nicht. Neue Fahrzeuge, was wurde verkauft und wieder gekauft? Ach, das könnte vielleicht die Anzeige sein von Sebis Fend und seinem MN. Ah, die ist dann sehr spät dran. Ja. Kann gut sein, ne? Die war doch schon längst da. Bei mir nicht. Bei mir sind sie hier auch nicht. Warte, ich hab's auch nicht mal gesehen. Ich muss haben warten. Haben wir den LKW überhaupt verkauft? Nein, den... also gekauft. Fendt. Nee, wenn man die Anzeige nicht gesehen hätte. Ich mach grad den Feinschliff bei Feld 7. Okay. Du kannst dann, wenn du Zeit hast, dir die Sämaschine schnappen und ansehen. Feld 5 und so weiter dann. Ich habe momentan gar keine Zeit. Ich muss dann noch Kartoffeln machen. Ach so, stimmt, ja. Ich habe wirklich zu tun. Ich muss sagen, ich glaube, die Wiesen lassen wir dann ausfallen für diesen Tag. Feld 3. Ja. Dann gibt's mehr Grad und denen ist auch nicht schlimm. Ich muss wirklich auch an jedes Feld fahren zum Kalken. Dann können sie sich erstmal ein bisschen entspannen. Feld 40 benötigt kein Kalk. Feld 40 braucht kein Kalk? Nee.
Bei mir braucht sie keinen Kalk. Lucy, schau du mal schnell nach. Bin gerade dabei. Keinen Kalk braucht oder. Die Wiese verbrauchen Kalk. Efeld 40 braucht kein Kalk, weil das haben wir erst gekalkt. Aber es braucht Flügen. Doch nee. Du bist schon da. Feld 5 braucht Flügen und Feld 40 noch. Warte mal, ich mach mal ein Bild von meinem Gespann. Jo, mach das. Fahr mir nicht in den Hintern. Ich doch nicht. Sagen sie alle. Und dann machen sie es doch. Ist das eine falsche Anspielung, nie, oder? Doch. In diesem Moment. Ist das eine falsche Anspielung? Hm, doch. Oh nee, du. Ich fahr mal ein bisschen vom Kalkstreuer weg. Ich stell den mal auf bei da, wo du jetzt dann grubbern musst, hin. Danke, für nix. Nur ja für die bessere Perspektive. Ich habe ja noch den Kalkstreuer bei mir. Du machst schon ein Bild. Ich hab noch was. Alter! Ja, ich mach ein Bild von meinem. Ich möchte jetzt nichts sagen, ne, aber. MN-Power. Der Johnny plagt sich bei Ark. Echt? Aus einem Grund, dieses Case-Ding ist bei 60%. Oh. Als ob das schon so ein krasser Schaden hat. Alter, jetzt tut er sich viel leichter. Ich habe gerade nichts verstanden, was hier gesagt hat. Ich gucke die ganze Zeit zurück, jetzt hinten aus, jetzt schaue so kurz vorwärts, plötzlich steht vorwärts und einfach. Wie schnell fahrst du? Wie schnell fahrst du? 17. Scheiße, ich muss weg. Ich guckst du die ganze Zeit hinten raus, guckst du einmal nach vorne, plötzlich ist so ein Licht und so ein MAN vor mir. Oh nee. Ich häng meinen Kalkstreuer wieder an. Ja, mach dann. Eieieiei. Also ich ab sofort gucke ich nur nach vorne raus, Alter. Kurz. Ich hatte gar nicht schon, dass er nicht weggeht. Können wir einen Kalkstreuer mal suchen, der wo ganz schnell aufklappt? Das ist halt normale Geschwindigkeit. Beziehungsweise, dass ich schon anfahren kann und der schon aufgeklappt ist und dann gleich anschalten kann, bevor ich dran bin. Du kannst schon auch ausklappen und dann an die richtige Position fahren und dann kann ich losfahren schon direkt. Ich wollte einen. Also machen wir jetzt überall Mais drauf, oder? Ja. Jetzt darf ich das nicht richtig verstanden. Und wann ist der Mais dann erntereif? Voraussichtlich am nächsten Tag. Ja. Also, wie lange habe ich jetzt Zeit, mir einen Anhänger mit einem Design zu machen? Für meinen. Eine Woche. Eine Woche? Ja. Wahrscheinlich. Also bis Freitag, mehr. Oder? Ja, ich glaube noch ein bisschen mehr, oder? Weil wir haben jetzt noch ein bisschen was zu tun, wenn wir das jetzt nicht alles offline machen. Dann werden wir daraus auf jeden Fall machen. Auch voll. Flo, was machst du gerade? Gruppe. Oh. Die ganze Zeit schon. Die ganze Zeit. Aber gut. Ich wollte dich gerade fragen, ob du vielleicht mit meinem Johnny tief lockern magst, aber. Nee, die Frage hat sich schneller. Die Frage hat sich erübrigt.
ich hätte dann zur Wahl gestellt, Kartoffeln oder Flügen. Du gar weißt, nichts von beiden. Ich bin immer mit Arbeit beschäftigt. Flo, du musst glaube ich noch mal mitten durchfahren. Ja, ich weiß, weil, da ist ein Stück gestiegen. Hast du jetzt eine andere Gruppe? Nein. Flo? Was? Ich hätte jetzt wirklich eine andere Gruppe gekauft. Ich doch nicht. Jetzt wisst ihr, was es war. Flo! Ja. Der, ich weiß nicht, ob das Geld war. Der hatte Lemken. Ja, der hatte Formel Aktion. Wir haben dich durchschaut. Scheiße, gerade wenn die Folge zu Ende ist. Die Detektive haben den Fall gelöst. Weil ich denke mir so, ja, noch ein paar Sekunden, dann ist die Folge zu Ende. Scheiße, er hat es mitgekriegt. Wir haben den Fall nicht abgesprochen, ne? Doch. Ja. Ich muss noch Feld 60 fertig, Feld 30, Feld 40 und Feld 7 Gruppe. Ich mach das nicht mit 8 Metern. Kannst du fest. Oh Mann, schau lustig. Wir haben vom alten Gruppe noch 70.000 kassiert, also. Haben wir eigentlich den alten Agro-Milch noch? Ja, also den zweiten Tiefenlocker haben wir noch, soweit ich weiß, weil der glaube ich bloß noch 20.000 oder so gebracht hat. Ja, stimmt. Haben wir gesagt, es lohnt sich nicht, den zu verkaufen. Mag mir einer helfen? Wenn nein. Wir haben keinen freien Pakt von... doch. Natürlich, warte. Mein Johnny! Hallo! Nee, wir haben gar keinen... Wir haben gar keinen freien Fahrer. Nee, Helfer. Weil die 40 braucht Flügel, oder? 40 und die 5. Mein MRN wird noch von mir gefahren. Also stimmt, da war Mais drauf auch, ne? Ach nee, ich bin auch nee. Ich hab die 5. Gruppe. Oh nein. Ja, weil dann hätte ich gesagt, dann könnten wir auf die 40 oder so in mein Zimmer Fenton alten ansetzen mit dem Akkumulch, wenn er es oder packt er das? Ich glaube 260 besser, das was braucht er. Ich glaube, das würde packen. Und dann könnten wir den darauf ansetzen und Helfer rein, dann könnte das machen. 230 PS braucht er bloß. Ja, das schafft er, weil er hat 245 oder 260 oder sowas. 245, 243 sowas. Da düst du links. Also haarscharf dran. Ne? Ich hätte fast das, ich hätte fast mit meinem 2,5 Tonnen Gewicht des Breederschüttling weggefahren. Wie viel Tonnen hast du verloren? 2,5. 2,5. Als Gewicht vorne dran, ja. So. Nee, du hast 2,7 doch dran. Du hast doch 2 Simner. Nee, also das ist unrealistisch, dass ich 0,6 Tonnen habe. 0,6? Ne, 0,8 Tonnen. Ah, der LKW wiegt ja schon eine Tonne. Also, ich hab 3,2... Wenn der LKW bloß eine Tonne wiegt, ist der Fall arg leicht. Ja. Oder 2 Tonnen, oder 3 Tonnen, oder 4 Tonnen... Ne, der wiegt 18 Tonnen. Ja, nee, das steht das ist ja ein TGS 18.500er, da hat er ja natürlich 18 Tonnen. Unter der KMH-Anzeige neben total, außerhalb von der Klammer, ist bloß das Eigengewicht vom Traktor-LKW vom Fahrzeug halt. Da kannst du, hättest du auch nachschauen können. Alles mit 0,6 ist sehr unrealistisch. Steht da 0,6 dran? Ja, kannst du gerne mal einstellen. Selbst die... Das ist sehr unrealistisch. Also mein Kalkverbrauch, kannst du gerne mal anschauen. Nee, ich bin jetzt hier am Pflügen, mach dann die Kartoffelkäse und mach so. Bitte. Ach ja, ich bin wirklich fertig. Kannst du bitte etwas ausmachen? Ja, wir sind natürlich fertig für die heutige Folge. Ich will nicht mein Ende wenn es euch gefallen hat. Wir sind für heute fertig. Jetzt kommt die legendäre Abmoderation. Vielen Dank. Ein Däumchen mehr ein Träumchen und kostet euch keinen Cent.
den roten Knopf und den grau färben Glocke aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Und das war's von mir. Ich gebe wieder an Flo zurück. Jo. Und ansonsten, wenn wir jetzt noch Bock haben, nehmen wir noch eine zweite Folge auf für den Dienstag. Und ansonsten sehen wir uns dann wie ganz genau normal gehabt. Am Mittwoch zu einer weiteren Folge hier auf der Gemeinde Rade. Und bis dahin, macht's gut, haut rein und ciao, ciao. 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 No stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'd be moving fast. Call me a shooting star. Let them know you.